sehr. Ja. Hey! Osti! Alles klar? Neuer Tourist? Sehr gut. Sehr gut. So, da ist er, unser Held des Tages. Tja. David Tatzer auf BMW. Hey, jetzt erzähl ich mal ganz kurz, ich will das gar nicht vorwegnehmen. Es war ein unglaubliches Wochenende, oder? Ja, also ich muss sagen, mir gefällt der, also die Strecke richtig gut, richtig, richtig geil. Ich habe mich sofort mit den Bedingungen da anfreunden können. Ich finde die langen Geraden und die Bremspunkte oder Bremszonen richtig, richtig geil. Und ja, bis jetzt haben wir gut Spaß gehabt und eigentlich richtig gute Resultate gefahren. Nein, jetzt haben wir in den letzten zwei Rennen leider ein bisschen Pech gehabt, aber ja, das gehört halt natürlich auch dazu, weil der Nordwest-Tour. Egal, jetzt sag einmal, du bist Newcomer da. Ja. Und jetzt sag einmal ganz kurz, welche Platzierungen du gemacht hast. Ich bin im Superbike-Rennen Nummer 1 auf Platz 7 ins Ziel gekommen, ja. Das ist Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn, ich sag's dir, das ist unglaublich, ja. Absolut, danke. Nein, es ist wirklich gut, wirklich gut. Du verblüffst mich immer ein bisschen, weil du oft im Training und so nimmst das ein bisschen locker und so, ganz Ding und da. Und stört dich auch nicht groß was und im Rennen schlagst dann zu. Genau, ist das eine Taktik? Attackiert. Attackiert. Dann lachst du nicht mehr unter dem Helm, dann gibst du Gas, oder? Dann gebe ich Gas, aber lache ich trotzdem immer. Sag einmal kurz die Strecken, hat dir alles passt? War alles super? Oder? Also so von der Strecke her überhaupt gar kein Problem. Hat alles gepasst. Für mich war das natürlich als Newcomer erstmal ein bisschen neu. Aber ich kann mich jetzt nicht beschweren. Und das Motorrad überall gut, oder? Motorrad, wie ist das jetzt, was wo du sagst, möchte ich fürs nächste Mal anders machen? Oder? Nein, ich muss sagen, es hat eigentlich alles gepasst. Ein bisschen mehr Leistung war natürlich nie verkehrt, aber so bin ich an sich generell zufrieden, wirklich. Ja, das ist ja gut. Weil jetzt gehe ich nachher noch zum Julian Drummer, weil der hat ja der hat überhaupt nichts Gutes gehabt, oder? Der hat noch einen Motorschaden gehabt. Ich weiß gar nicht, was der jetzt heute so gut gehabt hat. Im Supertwin-Rennen hat er einen Motorschaden gehabt. Nein. Und der Abschleppwagen hat nicht mitgenommen, somit hat er im Supersportrennen gar nicht starten können. Also war sein Wochenende richtig beschissen. Ja, war richtig gut. Ja. Gut. Also, hey, gut zusammenpacken, gut zusammenkommen und dann. Sehen wir uns auf der TT. Ja, genau. Danke. Servus. Servus. Und ich glaube, Marschall, jetzt kann man alles hier zusammen. Ja, okay. Have a nice day noch, gell? Stone! Stone auf Rutte! Ah, fucking hell, Alter!